So, willkommen auf der Hofbergmann 1007. Jo, it's raining, oder wie man sagt. Ne? Ich werde mal noch eine Ladung Düssel holen. Mal etwas gucken. Moment. Das ist das Holzdings? Nee. Was haben wir hier? Flüssigdünger, das ist die Lagerhalle. Nee. Dann müsste ich mir noch mal eine Dieselproduktion dingens, ne? Das würde nicht schaden. Produktion noch dazu holen, die ich dann irgendwo platzieren kann. Also Saatgut habe ich, Düngerproduktion habe ich. Da fehlt noch die Dieselproduktion. Jojo, damit wir kicken. Tanker rein machen wir noch. Der Blitzer, der Blitzer. Das ist ein kleiner Blitzer. So. Deckel auf. Oder was hat er denn? Jetzt aber. Das ist ein ganz schön teurer Spaß. Diesel ist ja nicht gerade günstig, gell? Also der Wegen und auch diesen einen noch und dann ist das erstmal gut. Erstmal wieder ans Geld verdienen gehen. Das ist ja, guckt doch das den Kontostand an. Das ist ja eine Katastrophe. Das geht so nicht. Eine Katastrophe. Fertig. Wir fahren los, wir fahren los. Bitte starten Sie jetzt. Fahren Sie nicht über los und ziehen Sie keine 4000 Euro mehr. Okay. Das werde ich mal bei Giants vorschlagen, war? Ein Monopoly-Spiel von LS. Das wäre doch mal was. Da werden keine Hotels und Häuser gebaut, dann baut man halt Hofläden und Bauernhöfe, gell? Und wir kaufen keine Straßen, wir kaufen Felder. Jawohl. Die Schlossallee ist dann ein Goldfeld oder sowas.
Oder Salz mit Sojabohnen, weiß der Geier. Das ist auch die Idee. LS Monopoly. Fahren wir in die Abkürzung. Ich habe ja nur Benzin geladen, Karre und Diesel kann da nicht viel passieren. Da kann ja nicht viel passieren. Abladen. Bleibst du mal stehen, bitte? Stehen bleiben. Zieh bald die Handbremse an, Edge. Das hast du jetzt davon. Das kann ich machen, was er will. Müde. Kaputt, tot, als ob. Oder so. So, da pullern wir den aber rein. Dann stelle ich den Fass hier vorne ums Eck. Nicht wahr? Sehr schön. Beim Kicken. Oh. Kriegt er eventuell sogar beide Fässer rein, also hier das Benzinfass und das Güllefass daher. Ein bisschen. Rangieren. Wir fahren mal etwas ins Gebüsch. Das sollte gehen. Wir gucken mal, was er sagt. Ich glaube, das war mein Fehler. Dort. Dort ins Eck. Nein. Nee. Es war nix. Dann ist das. Bitte da jetzt mal ohne, genau, nicht zu viel zu kommentieren, weil, ne? Verstehst du, wa?
Obwohl, da ist auch nichts zu sehen. Aber eigentlich, ne? Kommt auch nichts. Da muss es aber auch doch reinfahren, oder nicht? Ja, sicher. Da ist doch die Dingens zum Entladen. Ja, läuft wieder, ne? Das ist wieder so ein typischer Opa Charlie. Voll normal. So, jetzt muss ich nochmal den Kiki hier. Ne. Ne. Schön viel Röhre. Es ist schön viel Röhre. Das ist Family, das ist Chlor. Ja, nehmen wir noch den hier, oder? Ja. Oh Mann. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Boah, was bin ich noch? Huh? Glück. Machen wir erstmal nur den einen. Den ja. Sehr viel mehr ist ja eh nicht drin. Pumpen wir den einen da rein. Oh, schon voll, guck mal. Und dann, noch nicht haben. Der Optimist braucht Mist. Jetzt wieder mit dem WLAN-Schlauch, ne? Also das geht jetzt hier unterirdisch, also da so rein und dann unterirdisch ist der unter. Ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir Deckel, dann fahren wir den Misch da rein. Da müsste man. Wasser braucht er auch noch. Egal. Jetzt kriegt er erstmal noch Mist. Der sollte da rein, habe ich gesagt, ne? Jetzt habe ich den hier gerade dran, ne? Ich brauche sofort Wasser. Aber dann muss ich. Nee, was mache ich gleich? So.
los geht's los. Wer sagt das bloß? Ich könnte natürlich jetzt das auch auf den Anhänger laden. Ich muss mal eben gucken. Genau. Ein bisschen was zu tun, redet ja sowieso, können eh nicht viel machen. So, Delay, ich denke mal, dass der da rein muss. Aber ja, dann müssen wir eben so. Nein. Ja. War wohl nix. Oh, was ist denn das jetzt wieder? Ey. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt habe ich da den Mist drin. Voll klasse. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass der da reingehört. Jetzt scheint ja wohl doch hier rein zu gehören. Da hat der dicke Onkel einen Fehler gemacht. Siehst du? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Den kriege ich da jetzt natürlich so nicht mehr raus. Ne? Dann muss ich nachher mal kicken, was ich da mache. Da müssen wir mal gucken. Ah, Halleluja, das ist falsch. Junge, Konzentration bitte. Volle Konzentration bei der Arbeit. Sonst geht das in die Hose. So was Blödes, ey. Hätte ich jetzt gedacht, dass der da rein kommt. Dann kommt da der Dünger rein. Und wieder haben wir was gelernt. Jo, jo. Das ist ja doof. Was sind das hier für Hügel? Die gefallen mir auch nicht. Ey, was ist denn nun los? Ach so. ja. Kann man machen, muss man nicht. Entschuldigung. Dann muss man hier eben so ein bisschen bügeln. Halt. Ja. Gucken, ob wir das hier so ein bisschen ausgebügelt kriegen, das Ganze. Nicht ganz so ein Loch ist, ne? Okay. Dann wird sich das bei der nächsten Rutsche zeigen, ob das immer noch poltert und holpert oder nicht. Hm.
So, dann werden wir mal schauen. Also bis jetzt, ne? Ist doch schon mal besser. Rumpelt doch nicht mehr so. Guck, ich komme jetzt sofort ganz anders hier wieder in die. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Klappt doch sofort besser. Was so eine Glättung ausmacht, ne? Ja. Ja, guckst du mal, was zu tun, auch bei Regen, wa? Da bin ich mir fast gedacht, da bin ich etwas zu früh rumgefahren, würde ich sagen. Ist es denn mal? Kann man so eine Misteinfüllstation so eng bauen, verstehe ich überhaupt nicht. Nee. Was sage ich eigentlich? 16:25 Uhr. Reale Zeit. Oh mein Lord. Das ist ja was. Ich habe heute übrigens den ersten Frühlingsboten gesehen. Was haben wir denn heute? Heute ist Freitag, der 19. genau. Kleiner Raupe Nimmersatz ist mir heute von den Füßen hergekrabbelt. Ich glaube, ich muss mal wieder so ein bisschen in die Außenperspektive gehen, damit ich das richtig sehe hier. So, so soll das sein. Wunderbar. Dann nehmen wir den Rest auf der Seite damit. Und dann haben wir's. Na, ich wollte es mitnehmen, aber nicht. Ja. Das auch, ne? Du bist mit der Schaufel unten auf dem Grund und der hinten ist nicht auf. Na, den Rest lassen wir liegen. Auf den Gramm kommt's. Auf den Gramm? Nee, das Gramm, ne? Auf das Gramm kommt es nicht an. Ups. Upsi. Ja, entschuldigt, wenn ich mal so rausgucke, aber. Das ist ja, wenn die Leute so vom Fenster her laufen. Das sind mittlerweile so viele, die ich gar nicht kenne. Nee, kommt das noch passieren? Ups. So, das ist dieses. Dann kann der erstmal wieder weg. Unter Dach. Dann werden wir mal schauen, dass ich jetzt eventuell noch Wasser dahin fahre. Aber eigentlich. Hm.
So, dann nehmen wir den wieder. So. Einmal Wasser. Was hat er kaputt gemacht hier? Was hat er denn jetzt kaputt gemacht? Das gibt's ja nicht mehr. Ich verstehe kein Wort. Ja, mach's doch nicht. Ja, das ist schön. Das im Hintergrund war gerade mein Sohn. Er wollte da nicht hinlaufen, warum gerade ist es, ne? Er wollte da nicht hinlaufen, weil er sonst ins Bild kommt, aber wenn das schlimm wäre. Ich bin ja auch im Bild. Da kann ich auch ruhig ins Bild. Mein Gott, ist ja wie es ist, ne? So, jetzt holen wir auf. Bitte gleich noch ein Wasser reinpusten. Lass ich erst mal so. Die fülle ich auf und stelle den jetzt mal wieder weg. Oh, oh, oh. Und da muss ich erst mal sehen, wie ich hier vorne den Dings wieder rauskriege. Das stelle da den Mist aus dem zum anderen Trigger. Das gefällt mir nicht. Gucken, ob ich das irgendwie hingedeichselt kriege. Wieder so typisch, ne? Also, unglaublich sowas. Ach, schon voll. Okay. Dann stellen wir den weg. Ja, sehr clever so, jawohl. Yeah. So, das ist das. Jetzt pass mal auf, jetzt muss ich mal. Wie mache ich das am geschicktesten? Nö, 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 nö. Den brauche ich.
passt zu der Schrift, ne? Kapazität machen wir 10.000. Also Abdeckung, jo. Okay. Den kaufen wir. Zurück. Dann lassen wir uns den liefern. So. Dann will ich mal gucken, mit dem da irgendwie drüber komme. Das damit hinkriege. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch da Leben riskiert und ins Wasser springt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hat er gemacht. Schönes Ding. Das ist gut. Ist ja mein Gut, dass wir so ein Haar, ne, wenn wir den Haar machen. Darf der auch da wieder abkippen. Sehr schön. Ja, das ist schon ein feines Gerät. Muss man sagen. So. Dann werden wir mit dem Gerät auch mal eben fein hier in den hinten reinstellen. Jo, und das wird doch die letzte Aktion sein für dieses Video. Heil und Pfeil. Schon wieder über eine halbe Stunde voll. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe, war nicht zu langweilig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich doch sehr freuen, muss ich sagen. Überlege ich mal gerade, was ich gleich noch ansteuern kann. Und mit den Überlegungen, denke ich, sehen wir uns daher wieder. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Also, euch einen schönen Tag gewünscht. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.